Ihr seid genau wie ich und wart leider damals nicht in der Lage, WWF Wrestlefest in den Spielhallen zu zocken, als das Spiel seinen Hochpunkt hatte, Anfang der 90er Jahre. Das ist überhaupt nicht schlimm, denn jetzt gibt es Retromania Wrestling für PC und Konsolen. Und was das ist, das sage ich euch gleich. Zwei Jahre hat das winzig kleine Entwicklerstudio um Mike Herman, nämlich die Retrosoft Studios, an der Veröffentlichung von Retromania Wrestling gearbeitet. Dabei handelt es sich nicht nur um den spirituellen Nachfolger, sondern sogar um das offizielle Sequel zu Tecmos Wrestlefest von 1991. Mike Herman, der Kopf dieses kleinen Studios, ist Riesenfan von Wrestlefest, ist Riesen-Wrestling-Fan an sich. Und genau das merkt man auch in diesem wunderbaren kleinen Stück Software, das vor wenigen Tagen erschienen ist. Und Retromania Wrestling ist genau das, was uns Wrestling-Fans heutzutage im Videospielsektor gefehlt hat. Es ist easy, Pick-up-and-Play, Arcade-Fun mit bunter Retro-Sprite-Grafik, mit coolem Soundtrack und mit Wrestlern von damals und heute. Wir haben 16 verschiedene Figuren. Wir haben die Road Warriors, Hawk und Animal. Wir haben den Innovator of Violence, Tommy Dreamer. Wir haben Hollywood Nova, den Blue Mini und Big Stevie Cool, die komplette Blue World Order, also BWO, aus der ECW von damals. Wir haben aus AEW Boom Boom Colt Cabana am Start. Wir haben den amtierenden NWA World Heavyweight Champion Nick Aldis als den Cover-Athleten quasi von Retromania Wrestling. Wir haben Independent Darling Warhorse. Wir haben Legenden wie Austin Idol und Nikita Koloff und wir haben Leute, die man aus der WWE kennt, wie Johnny Retro, der ja aktuell als John Morrison wieder bei WWE angeheuert hat, und wir haben Brian Myers und Matt Cardona, besser bekannt als Kurt Hawkins und Zack Ryder, beide inzwischen bei Impact Wrestling unter Vertrag, und vervollständigt wird das Roster von Zack Sabre Junior, der gerade erst wieder den Daniel Bryan Award vom Wrestling Observer Newsletter gewonnen hat als bester technischer Wrestler der Welt. Das ist das Roster, dabei wird es nicht bleiben, denn DLC ist schon angekündigt. Unter anderem der frühere X-Division Champion von Impact Wrestling, Chris Bay, wird der erste DLC sein, dann Mr. Hughes und zu guter Letzt Cowboy James Storm, auch bekannt aus Impact Wrestling. Aber worum geht's in Retromania Wrestling? Es ist ein Wrestling-Spiel, es ist arcadisch, es bietet folgende Spielmodi. Wir haben den Story-Mode und das ist der beste Story-Mode, den ich seit No Mercy in einem Wrestling-Game hatte, muss ich sagen. Denn die Story ist wirklich lustig und gut geschrieben und wird erzählt in kleinen handgezeichneten Animationssequenzen sozusagen. Wir spielen Johnny Retro, der nach einer langen Verletzungspause wieder ins Business einsteigen will, aber mental und körperlich erstmal wieder auf Spur gebracht werden muss. Hier kommt Stevie Richards ins Spiel, der ja inzwischen tatsächlich so eine Art Fitness-Guru ist mit seinem eigenen Fitnessstudio, ist Personal Trainer und hilft Leute bei der Reha nach Verletzungen und so weiter. Und genau da setzt die Story an. Ich will über die Story gar nicht zu viel verraten. Was mir aber extrem gut gefallen hat, ist, dass die Art und Weise, wie die Story erzählt wird, tatsächlich den Charakter der Figuren, die beteiligt sind, widerspiegelt. So wie man sie aus den Wrestling-Shows kennt. Und das finde ich hervorragend. Hier haben die Jungs von Retrosoft Studios wirklich gute Arbeit geleistet. Und es gibt einen hohen Wiederspielswert für mich persönlich, denn ich habe den Story-Mode jetzt einmal durchgespielt und an verschiedenen Stellen muss man Entscheidungen treffen, wie man agieren will. Die erste Entscheidung, die man treffen muss, oder eine der ersten Entscheidungen, die man treffen muss, ist, schließt man sich der Blue World Order an oder attackiert man Stevie Richards und Blue Mini mit einem Stuhl nach einem Match? Und im Laufe der Story gibt es verschiedene Sequenzen, wo man Entscheidungen treffen muss, ob man so oder so agiert. Teilweise gibt es sogar drei Entscheidungsmöglichkeiten.
Und für mich ist das außer, steht das außer Frage, dass ich den Story Mode noch ein paar Mal durchspielen muss, um alle Zwischensequenzen zu sehen und zu erfahren, wie Johnny Retro an der Stelle dann agiert, je nachdem, wie ich das ausgewählt habe. Aber der Story Mode ist natürlich nicht alles. Es gibt auch noch den 10 Pounds of Gold Modus. Das ist quasi der Arcade Mode des Spiels. Und hier ist unsere Aufgabe, Match nach Match nach Match für uns zu entscheiden, um am Schluss den NWA World Heavyweight Champion Nick Aldis um die 10 Pounds of Gold, also die Heavyweight Championship der National Wrestling Alliance, herauszufordern und natürlich das Gold für uns zu gewinnen. Schaffen wir das? Ist aber die 10 Pounds of Gold Series noch nicht vorbei, denn wir wollen unsere Titel natürlich auch verteidigen. Wir sind ein Fighting Champion, also ist nach dem Match gegen Nick Aldis nicht Schluss, sondern es geht weiter, bis wir unseren Titel verloren haben. Das finde ich auch ziemlich cool und das bietet ebenfalls Langzeitmotivation. Dann gibt es natürlich noch den Retro Rumble Mode, also quasi einen Royal Rumble, als Anekdote an das gute alte Wrestlefest. Das hatte ja auch nur die Tag Team Championship Serie als Arcade Mode und natürlich das Royal Rumble Match. Und bei Retromania Wrestling schaffen es auch tatsächlich bis zu 8 Wrestler gleichzeitig in den Ring. Chaos ist vorprogrammiert, aber das macht überhaupt gar nichts, denn es macht absolut Spaß. Und dann gibt es natürlich noch ganz normalen Versus Mode, wo man in verschiedensten Konstellationen bis zu 50 verschiedene Matcharten spielen kann. Man hat also genug zu tun. Aber wie spielt sich denn das Ganze? Es spielt sich wie eine Mischung aus dem alten Wrestlefest von der Spielhalle und hat ein ganz kleines bisschen Fire Pro Wrestling Intus. Denn es gibt ein Grapple-System, das auf Timing und Momentum basiert. Timing deswegen, wenn man in den Gegner reinläuft, also wenn sich zwei Figuren berühren, dann gehen die in den Lock-up und man muss im richtigen Moment seinen Knopf drücken, um den Gegner in den Headlock zu nehmen und von da dann seine Moves ausführen zu können. Verkackt man das Timing, ist der Gegner am Zug und man kassiert anstelle davon den Move auszuführen. Das fordert ein ganz kleines bisschen Training, kriegt man aber relativ schnell hin, wenn man sich nach dem Geräusch richtet, was das Ganze macht, wenn die beiden sich quasi in den Lockup bewegen. Momentum auf der anderen Seite kriegt ihr oben links angezeigt unter eurer Energie. Da habt ihr noch so einen dreigeteilten Balken, leicht, medium und heavy. Und je mehr Moves ihr ins Ziel bringt, desto mehr Momentum kriegt ihr in diesem Match. Und es ist so geregelt, solange euer erster Balken noch, oder solange ihr den zweiten Balken noch nicht erreicht habt, könnt ihr nur leichte Grappling-Moves ins Ziel bringen, ohne dass der Gegner euch jedes Mal kontert. Seid ihr im mittleren Bereich, könnt ihr die mittleren Moves anbringen und seid ihr im letzten Bereich angelangt, dann könnt ihr die schweren Geschütze auffahren. Schafft ihr es, eure Momentum-Leiste sogar zum Blinken zu bringen, dann ist Finisher-Zeit. Denn jeder Wrestler, der im Spiel enthalten ist, hat natürlich auch seine Finishing Moves oder seinen Finishing Move. Zum Beispiel hat Tommy Dreamer den Dreamer Driver, Jeff Cobb hat die Tour of the Islands und Big Stevie Cool hat natürlich den Stevie Kick. Wie könnte es anders sein? So hat jede Figur seine eigenen Special Moves. Die Movesets sind auch deutlich größer als zum Beispiel noch in Wrestlefest, denn wir haben ja drei verschiedene Attack-Knöpfe, also einen leichten, einen mittleren und einen heavy. Und je nachdem, in welche Richtung wir das Steuerkreuz drücken, also oben, unten, links und rechts, führen wir einen anderen Grapple aus. Das macht unterm Strich schon mal 12 verschiedene Grapple-Moves. Dazu kommen dann noch verschiedene Positionen, wenn der Gegner am Boden liegt, wenn der Gegner in der Ringecke ist, auf dem Turnbuckle und so weiter. Wir kommen also auf gute 30 Aktionen pro Wrestler, würde ich jetzt fast mal behaupten. Und auch wenn sich hier und da ein paar Moves ähneln, fühlen sich die Wrestler doch alle sehr, sehr unterschiedlich an, was für mich in einem Wrestling-Game immer ganz, ganz wichtig ist. Vor allem, dass die ihren eigenen Finishing Move. Es ist aber nicht alles Gold, was glänzt. Denn ich muss leider auch Kritik üben an diesem Spiel, an dem ich so viel Spaß habe die letzten zwei Tage. Denn, so cool ich das Grappling auch finde, aber Attacken mit Kicks oder Punches ins Ziel zu bringen, ist eine Aufgabe, die sich einfach nicht lohnt zu investieren. A, machen die nicht genug Schaden. B, trifft man den Gegner zu selten. Die Kollisionsabfrage für Schläge und Tritte ist nicht wirklich gut, so dass sich das eigentlich überhaupt nicht lohnt, sich damit überhaupt aufzuhalten. Running Moves sind dann nochmal ein bisschen was anderes, aber einen stehenden Schlag oder einen stehenden Kick auszuführen, bringt in der Regel herzlich wenig. Kritikpunkt Nummer 1. Kritikpunkt Nummer 2.
Der Schwierigkeitsgrad ist gerade am Anfang ziemlich deftig. Selbst wenn man den auf den Minimum runterregelt, ist die CPU relativ aggressiv und lässt einen kaum zur Ruhe kommen. Da es keine Möglichkeit gibt, gezielt zu kontern, also es gibt keine Kontertaste oder sowas, sondern es ist halt alles dieses Timing-basierte und Momentum-basierte, hat man nicht so richtige aktive Verteidigungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn der Computer einmal richtig in die Mangel nimmt, dann kann es schon mal sein, dass man da so ein bisschen festhängt und da kaum noch rauskommt. Daran gewöhnt man sich im Laufe des Spiels aber und weiß, wie man auf solche Situationen reagieren muss. Kann aber am Anfang vielleicht ein bisschen frustrierend sein, denn auch ich habe die ersten Matches eiskalt, sang- und klanglos verloren und hatte keine Schnitte. Man merkt aber schnell, dass man das Spiel besser versteht und dann funktioniert das auch. Das sind die zwei Kritikpunkte, was das Gameplay angeht. Die größte Schande in Anführungszeichen, die ich aber durchaus nachvollziehen kann, ist, es gibt leider keinen Online-Mode. Das kleine Team um Mike Herman hat es nicht geschafft, einen Online-Multiplayer-Mode hier zu integrieren. Es ist ein Spiel, das für 25 Euro erhältlich ist. Es ist ein Indie-Game. Es gibt leider, leider keinen Online-Mode. Das ist eine wirkliche Schande, denn ich hätte zu gerne mit dem einen oder anderen da draußen mal ein Match oder zwei bestritten. Davon abgesehen, Leute, ist Retromania Wrestling für mich absolut frischer Wind im Wrestling-Game-Sektor und ich habe seit Jahren auf genau so ein Spiel gewartet. Jahrelang habe ich neidisch Videos und Bilder gesehen von Sachen wie WrestleFest, die damals in der Arcade erschienen sind, nie für zu Hause umgesetzt wurden und wir uns quasi mit WWF Superstars für Gameboy begnügen mussten, jetzt nicht mehr. Vielen Dank an RetroSoft Studios für Retromania Wrestling. Ich habe einen Heidenspaß. Für alle Wrestling-Fans, für alle Retro-Gaming-Freunde, für alle Wrestling- und Retro-Gaming-Fans da draußen, Retromania Wrestling ist mit Liebe für uns gemacht worden. Also, schlag zu, bestreitet ein paar Matches, vielleicht sieht man sich irgendwann mal, vielleicht hat dann einer von uns einen Switch dabei und hat das Spiel installiert und wir können uns dann vielleicht mal duellieren. Das war's von mir, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt Retromania Wrestling genauso gut wie mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, liked das Video, falls ihr noch nicht Subscriber seid. Drückt auf den Abo-Button, aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Und besucht mich vor allem auf Twitch. Joint dem Discord-Server und der ganze Scheiß, den man als YouTuber am Ende eines Videos so von sich geben muss. Genug gelabert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out. Bang, bang.